Hold up. Eins. Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum American Truck Simulator Multiplayer. Und zwar wieder hier mit unserem illegalen Team. Oder so ähnlich. Dalu. Schönen guten Tag, Leute. Den Sachsen-Let's Player. Und den Liquid Dark, die Enter. Quack, quack. Quack, quack. So, wir haben schon wieder geladen und sind schon wieder on the road. Und Dalu, du fährst, glaube ich, nach. Yo, mir hat eine. Was ist das denn, Alter? Sogar noch weiter, also ich fahre nicht nur nach San Francisco. Mir ist einer einfach mal voll drin gerast. Noch ein höher, San Reynolds oder sowas. Also ah, okay. Bisschen weiter. Das ist was ist ja das für ein Lappen, bei Redding, glaube ich. So, und ich fahre nach Redding, also wir fahren alle Richtung Norden. Ich weiß nicht, wo Randy und Liquid hinfahren. Hast du gesehen, sagst du? Wir fahren nach Scode, irgendwo was. Ja, ich hab's gesehen, der ist dir voll neu gerammelt. Das Team vom Sachsen macht wieder Unfälle. Ja, ja. Nein. Ich konnte da gar nichts für. Bekannt für die. Wir haben jetzt ein Challenge-Meet draus gemacht. Also ich und Dalu im Team gegen. Wir gewinnen. Ja, wer weniger Unfälle macht. Ja, du hast gar nicht im Team, du hast automatisch verloren. So, aber. Ja, wir waren ja letztens. Ich erinnere dich gerne an 23, 24 Zusammenstöße auf einer Tour. So, wen nein. Wir letztens über ältere rumänische Pornos geredet haben. Das hast du jetzt gesagt. Ich hab im Kopf, das waren die Tschechischen, ne? Im Kopf habt ihr das, ja, alles klar. Ja, habt ihr nochmal nachgeguckt irgendwie. Nach Recherche? Das ist nicht gut, was ich da gerade so, Manus der Watte im Klo anzündet. Ja, auch nicht schlecht. Das Thumbnail will ich sehen. Ja, das eine oder das andere? Das eine ist, glaube ich, nicht so legal hier auf YouTube. Machen wir ein paar Sternchen. So, kaputt gemacht, wofür es Ärger gab, beziehungsweise Sachen, die man nicht erzählen wollte. Ihr kennt doch sicher noch die Zeit, wo die Jojos voll in waren, ja? Viele da draußen kennen vielleicht gar kein Jojo mehr. Ich kenne ein Beyblade. Ich hatte so ein Ding auch, ne? So ein Jojo mit Achsen, also die auch die so leer laufen. Die blinken und so. Genau, so. Ja, boah. Das ist schon ziemlich cool gewesen. Hey, da hast du trainiert. So, und dann da gab es ja auch einige Tricks, ne? Du konntest ja wirklich Tricks damit machen vom Feind. Also jetzt mal ohne Spaß beiseite. Das war ja alles gar nicht so einfach und war schon ziemlich cool. Weißt du, was ich gemacht habe? Ja, ich habe den Trick, meinen Kumpel in die Fresse zu schießen gemacht damit. Also mit dem Jojo sind, glaube ich, viele Sachen passiert. Und auch bei mir. Ja? Also ich habe mit meinem Jojo geübt, hatte die Kurve. Und die die waren ja auch nicht besonders. Was habe ich hier? Oh, wann war das vor 2 Jahren? Nee, schon sehr, sehr lange her. Mindestens 3. Und auf jeden Fall hatte ich da einen coolen Trick. Entschuldigung, was denn? Ich muss auf die Waage. Ich muss nein, ohne Scheiße, ich muss eine Kontrollwiegung machen, sonst wäre ich aus dem Verkehr gezogen. Habe ich aber auch. Du bist an der Waage vorbei. Ja, egal, hab bezahlt, ich fahr weiter. Kein Problem für mich, ja. Während Manus mich hier abgelenkt hat und mich nicht gewarnt hat, erzähle ich meine Geschichte weiter. Ich bin ins Wohnzimmer gegangen, weil das Zimmer war größer, ja, und für manche Tricks braucht man ein bisschen Platz. Und an dem Tag war rausgehen keine Möglichkeit, weil mir wurde immer gesagt, das sollte man draußen machen. Aber es war eh niemand da, von daher, was soll's mir denn verbieten? Und für manche schon. Und auf jeden Fall flog das Jojo quer durch den Raum und hat so eine schöne, riesengroße Neonröhre getroffen. Das ist aua. Lag dann schön im Wohnzimmer. Jojo war noch ganz, das hält ja auch mal aus, die Neonröhre halt nicht. Ja, aber wie verheimlichen kannst du das nicht, wenn auf einmal kein Licht mehr da ist und die Sachen rollen sich ja auch nicht so einfach weg. Ja, das ist dann nicht so gut. Bei dir sagst du ja immer, Gott sei Dank war deine Mutter zuerst da, bei mir ist so, ich hoffe immer, dass mein Vater zuerst da ist. Ah, okay. Ja, der hätte dann gesagt, kein Problem. Meine Mutter kam zuerst.
Ja, und du kennst es ja, ich hab's dir doch gesagt. Ja. Und aber das war erstmal war man sauer, ja, dass ich richtig sauer. Also bei uns war dann auch immer richtig sauer und da kriegt man auch manchmal schon Angst. Und ja, also Internetverbot und das ist hart. Das ist richtig hart. Und solche Sachen sind da gang und gäbe gewesen. Auf jeden Fall, als ich das Ding kaputt gemacht habe, das ist so eine kleine Schock. Situation, weißt du? Das ist ganz, ganz komisch immer gewesen. Ist ja nicht das einzige Mal. So, aber das ist noch, sag ich noch, was geht noch, weil es ist ja zu Hause passiert, weißt du? Familie ja, und Co. Ja. ist ja immer noch mal was anderes, ja. Da waren wir bei meinem Onkel gewesen, da feiern wir auch immer Weihnachten und der hat so ganz große alte Figuren von Saxophonspieler und so, weißt du, so Dekokram, so im 50er-Jahres-Stil und so. So relativ groß. Als ich noch ein Kind war, war das Ding so fast so groß wie ich. Und die sind sehr teuer. Weiß ja. ich jetzt. Das muss. Das ist gut. Und ja, dann hat man mal beim Spiel nicht aufgepasst und dann ist eine vielleicht umgefallen, weil man dagegen gestolpert ist. Und dann ist die Kacke am Dampfen, sag ich dir. Wenn das dann halt auch noch so nicht zu Hause passiert, so bei deinem Onkel ja. oder so, oh, ganz, nicht ganz gut. schlimm. Ja, gar ganz nicht. Ärger habe ich dafür, glaube ich, nicht bekommen, weiß ich nicht, aber trotzdem so geflennt und schlechtes Gewissen und so, ja, das war blöd. Also das sind so Sachen, dann, wie du sagtest, die vergisst man nicht. Ja, das genau. erinnert man sich immer dran. Ey, Daniel, wo bist du gerade? Weiß ich nicht. Also ich habe hier schon die Ausfahrt San Francisco gesehen. Ich bin auch bald da. Wie viel Meilen hast du noch? 150. Weil die Werkstatt. Ich bin gleich da. Ich fahre das Ding durch. Okay, alles klar. Dann geh in San Francisco reparieren. Ja, machen wir. Okay. Ja, und dann natürlich so... kann mich eigentlich kaum noch so an sein. Ich glaube, ich habe aber auch mal Kleinigkeiten kaputt gemacht oder wenn du Sachen unfreiwillig kaputt machst oder sowas, aber ich glaube, das waren so die beiden Sachen, an die ich mich am meisten erinnere. Das mit dem Jojo, das weiß ich noch. Ja? 360-Grad-Drehung mit so einem Jojo. Wie hieß der Trick? Around the World. Around the World, aber sowas. Aber das Wohnzimmer war nicht groß genug. Und dann Around the Halogenlampe. Voll weggehämmert. Zur Halogenlampe wieder zurück, hieß er dann. Die Schwung, ja. Vor allen Dingen so eine Halogen, ne, die macht ja auch so ein komisches Geräusch, weil die implodiert ja. Ja, ja, das war schon ziemlich laut. Ja, das ist ja so richtig komisch halt. Ja, ist natürlich krass. Liquid, jetzt bist Hau du mal raus hier. Ja, ne, das ist... Ich habe überlegt schon die ganze Zeit, aber ich habe wirklich nur eins, wo ich mal dabei war, als was kaputt ging. Ich habe, glaube ich, groß kaputt gemacht, habe ich leider jetzt für die letzte Runde nie was. Der Familienliebling, oder? Ja, das ist auf keinen Fall, aber kaputt gemacht einfach nichts. Also außer mal selbst mein Gebiss, aber das war so eine andere Story. Ja, mir die Zähne mal wieder in den Kiefer zurückgeschlagen, habe gedacht, das wäre eine gute Idee. Bist du schnell ernst? So angenehm war das dann doch nicht, wie ich das vielleicht erhofft hatte. Nee, man kennt das, ne? Früher, wirklich, wirklich früher, so, wo so Mittagsschlaf dann noch Pflicht war, so Zeit. Das ist ja jetzt auch ziemlich geil. Ja, angenehm ist Mittagsschlaf immer, ja, aber Liegen damals, als es noch wieder. Pflicht war. Ja, ja. Und da hat man dann so aus so dicken Wolldecken sich irgendwie Höhlen gebaut, ne? Das war alles so in dem Zeitraum. Und da habe ich dann mir gedacht... baust dir mal eine Höhle. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist... Achso, du musst hier rein, yeah, sorry. Ich will so tanken. Ich muss auch tanken, deswegen, aber ich kam zu schnell von der Abfahrt. Ich bin wieder falsch schon drauf gefahren. Danke, auf jeden Fall habe ich dann mir so eine schöne Höhle gebaut und irgendwann war mir das zu langweilig. Und da hast du gedacht, komm, jetzt machst du so ein bisschen auf Ninja und schleichst so ein bisschen die Treppe runter und guckst mal, ob die Eltern wach sind oder was die so machen, ne? Und ich bin gerade. Hör mal auf mit deinem LKW! Und ich bin gerade so den ersten Fuß auf der Treppe und merk, wie unten eine Wohnzimmertür aufgeht und irgendwer nach oben laufen will, um zu gucken, ob ich noch schlafe. Und ich renn zurück, ne? Und kurz vorm Bett war mir dann entfallen, dass da ja so eine Wolldecke liegt. Und auf die bin ich getreten und hab einen Satz gemacht und ausgerutscht und hab mir wirklich so beide Schneidezähne wieder zurück in den Kiefer. Geschossen, das war. Hat man auf jeden Fall gleich gemerkt, ne? Aber wie ist denn das? Dann kommen die wieder raus? Ja, das war aber. Waren einige Krankenhausbesuche und OP und so weiter. Also, das war echt.
auch kaputt, ja. War halt kein Gegenstand. Das klingt auf jeden Fall sehr schmerzhaft, ja. Ja, das war es auch, glaube ich. Ich kann mich nur daran erinnern, aber ja, alles nähere, keine Ahnung. Warst, weißt du nicht, boah, mehr, weiß oder? Nicht. Keine Ahnung, wie alt wäre ich da gewesen sein? Wird so Ende Kindergarten wird es gewesen sein? Okay. Irgendeiner ist hier vor mir direkt gegen die Wand gewatzt. Oh ja, das ist dann die nicht mehr bremsen können. Oh ja, aber schon ein neues Thema, ey. Nee, auf jeden Fall. Ich habe aber noch eine Sache. Und zwar, das war bei einer LAN-Party. Wir haben früher Schule, keine Ahnung, so siebte, also wirklich relativ spät eigentlich. Hab schon mit 13 oder sowas angefangen, aber das waren so die LAN-Partys, auf denen so Sachen passiert sind dann, wenn man so wirklich so Teenager-Alter ist, sag ich mal. Und ich glaube, da waren wir auch 16 oder sowas. Hat einer eine Software dabei gehabt, aus Spaß, so eine kleine Pistole, ja, also nichts Wildes. Und haben da so ein bisschen Faxen mitgemacht. Und dann steht er so inmitten des Raumes und sagt, hier komm, ich dreh mich jetzt im Kreis, so russisch Roulette-mäßig. Und wer es abkriegt, hat er geschissen. Ne? Und wir ducken uns so alle weg und dann löst sich die Kugel, fliegt zwischen zwei Köpfen vorbei und einem halt direkt auf den Monitor, der danach in bunten Regenbogenfarben erstrahlt hat. Der fand es gar nicht so witzig. Ich durfte dann halt einfach in kunterbunt noch Counter-Strike und Co. spielen. Und zwar, Alter, aber da ist aber ganz schön Zunder drauf, oder, wenn die so einen Monitor... Das hat haben wir so auch nicht erwartet, weil das war echt so ein billiges Ding. Ne? Also so... Ich meine, so früher auf dem Jahrmarkt, da wo du Lose ziehen konntest, da mal gezogen hast. Der Monitor war hinüber. Da war krass. Ja, da könntest du wenigstens Counter-Strike und mehr wie 256 Formen spielen. Ja, auf jeden Fall. Aber das ganze Spektrum, man. Ach ja. Dalu, du hast so ein Thema, hast du gesagt. Ja, aber vielleicht ist das was Gutes für die nächste Folge. Ach so, ja. Weil ich denke, der Sachse, der hat doch bestimmt noch eine Story auf Lager. Wenn nicht, er nicht alles. Da geht noch was. Dann sagst du, nach den Pornos kannst du schon einen drauflegen. Ja, aber das weiß ich nicht, ob man das unbedingt öffentlich erzählen sollte. Ja, nein, du musst nicht sagen, erzählen, was du erzählen willst. Ja, klar. Das klingt aber noch eine Story, die man hören will, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe damit kein Problem, aber ich weiß halt nicht, ob es in der Öffentlichkeit gehört, das ist das Problem. Dann tut es das nicht. Muss ich hier Maut zahlen oder was? Ja, wenn du da durchfährst. Alter, wie soll ich denn dort hinstellen? Du musst nicht an die Schranke, du kannst da bei den offenen durchfahren, da wird dir die Maut einfach abgezogen. Du musst nicht erst anhalten. Bin natürlich wieder zurückgefahren, wie geil ist das denn, ey? Ich habe die Maut bezahlt, weil ich so ein cooler Dude bin. Wegen deiner scheiß Werkstatt hier, wegen der Markierung auf der Karte, bin ich jetzt von der Tankstelle wieder zurückgefahren. Ich hab Minus auf dem Konto, Leute. Oh. Ich muss noch reparieren. Ja, weil ihr eure Spielstände hin und her schummelt. Und eure Cheat Engine benutzt. Also ich nicht. Du nutzt doch Cheat Engine, hast doch Tutorials da. Extra hochgeladen, ey, die illegalen Sachen. Ja, Link wird jetzt sonst nicht spielen können, aber sonst ist meiner erarbeitet. Ja, natürlich, ey. Download einstellen und los geht's. Download dich gleich mal und schnell mal neue Ei. Oh, da lügen wir Akzente. Mei, oh mei. Also ihr seid jetzt in San Francisco, ja? Ich bin weiter noch hier, da gibt's noch eine Stadt dahinter. San Rafael oder was? Ja, genau. Ja gut, dann komme ich da mal hin, da gibt es anscheinend noch eine Firma. Ich, wie gesagt, ich fahre nach Redding hoch. Ja. Das ist noch unten. Ich mal schön nach Norden, das ist schön hier. Ja, ich bin noch am Einparken. Das ist echt, wenn du dann wieder oben bist. Mega das Gefutter und ich hab's richtig gut hingekriegt. Wenn du dann wieder oben bist, darfst du Bescheid, weil dann beamst du dich einfach nach San Francisco und dann sehen wir mal weiter. Genau, ich hab jetzt auch auf jeden Fall abgegeben. Okay, dann bist du ja wieder oben, oder? Müsste jetzt wieder da, ja. Ja, dann bist du jetzt im Hauptmenü drin? Ich bin im Hauptmenü. Deswegen nicht wundern, Leute, dass hier Sachsen als Player steht. Ich hatte das ganz neu und konnte Speed sozusagen Engine. Noch nicht, hat noch keinen eigenen Truck, deswegen hätte ich jetzt nicht miteinander rumfahren können. Holen wir noch nach. Unten rechts steht irgendwo 25 Euro Maut, so das erste Mal, also Brücke. Hm? Unten rechts steht irgendwo Garagenmanager. Wo? Unten rechts. Da, wo Bank und alles steht. Da sehe ich den Firmenmanager, ja. Ja gut, das kannst du machen. Klickst du da mal drauf? Ja. Da steht dann das ist der Garagenmanager. Da klickst du drauf? Jawoll. Dann hast du da eine Zeile drin stehen, die hier San Francisco. Jawoll.
Da klickst du drauf und dann steht unten rechts auch irgendwo Schnellreise. Schnellreise, sollst du auch draufklicken. Da klickst du auch drauf, dann kommst du in meiner Firma raus. Das oder hier gibt's Cocktails. Das ist echt der Wahnsinn. Da hat er schon wieder seine Fähigkeit gehabt. Steht hier sogar in unterschiedlichen Worten. Cocktails? Okay, das ist aber komisch. Was ist das hier für eine City in San Rafael? Okay, cool, das heißt, ich bin jetzt auf jeden Fall hier, an deiner Garage. An meiner Führerin, ja, genau. So, jetzt muss ich aber doch hier erstmal einen Auftrag, oder nicht? Jetzt kannst du entweder da einen Auftrag nehmen, ja, und ach scheiße, das war rot, egal. Muss auch bald mal tanken. Obwohl, ich seh erstmal da, du hier. Ich geh erstmal tanken, Gesebe. Gibt's hier eine Werkstatt? San Rafael, muss ich auch schon gucken, ich ändere erstmal mit dir und die Kollision-Area. San Rafael, da gibt's auf jeden Fall eine Tanke. Soll ich da hinfahren, oder was? Zu der... Wenn du tanken musst. Ja, man San Rafael was aus, das einfach nur dein Navi zielt, weil die hat, haben nur eine Firma dort in der Regel. Das ist das Grüne, das S. So, ich bin 100 Meilen auch am Ziel, also gleich. Ja, ich fahr zur Tanke nach San Rafael. Genau, also Tanke gibt's hier. Einfach rausfahren und dann rechts halten. Tanke brauche ich nicht. Warum? Da hast du auch eine Werkstatt. Also du brauchst einen Mechaniker. Den gibt's hier auch. Die gibt's hier auch so. Rechts und dann nochmal rechts. Aber schön machst du das mit dem Kuber, mit dem Flug. Ey, ich hab einen Traktor hinten drauf, einen Johnny. Johnny. Oder einen Deutz, ich weiß es nicht. Wertvolle Fracht ist das. Mhm. Was ihr auch nicht vergessen dürft, wenn ihr aufsteigt, euer Level die Punkte zu vergeben in eben die Fahrten, die ihr bekommen könnt. Dadurch könnt ihr euer Auftragsangebot eben auch erhöhen. Am besten erstmal bei dir, Dalu, in jede Kategorie einen Punkt rein, dass du erstmal alles freischaltest, was es gibt. Profi. Und dann, also in ADR, in Fernfahrten, in Just-in-Time, in Hochwertig und in Zerbrechlich. Ein gut wirtschaftliches Fahren kannst du ignorieren, das ist Schwachsinn. Ja, aber ich fahre sehr wirtschaftlich. Ja, ja. Deswegen brauchst du es ja nicht skillen. So, da so. Ist der Hänger drin. So, löse den Hänger. Hier ist Stau, ey. Ich muss doch weiter, Freunde. Ich hab da noch 125 Meilen vor mir, ey. So, wo jetzt hin, sagst du, wo ist hier die rechts Werkstatt? Raus. Ja. Hm? Und dann sollte ich sowieso irgendwo stehen. Halt die Esse fest. Natürlich ist es die Lampe des Todes. So. Ich bin jetzt beim Betubenwerk. Quasi angekommen gleich. Ach nee, Quatsch, das muss ich gar nicht abliefern. Koffer. Brems. Weiter rechts. Bremst du eigentlich wirklich nur mit S mit der Tastatur oder? Ja. Du kannst du die Handbremse dann noch ziehen, wenn es mal knapp wird. Okay. Also beides. Leertaste drücken und ein S. Ist ein Skaterpack. Es ist empfehlenswert, dass man auch mit Handbremse bremst oder was? Also wenn du weißt, jetzt wird's knapp und du willst auf 0 runter, dann... Ja, okay, dann macht's Sinn. Aber wenn du normal bremsen willst, natürlich nicht. Das finde ich noch so mega schwer irgendwie, einzuschätzen, wann ich bremsen muss. Ja, du hast in deiner Karre auch noch einen Retarder drin, aber freue mich nicht, wie der mit der Tastatur funkt. Jawoll, er hat sogar noch Plus auf dem Konto, ne? Nachdem ich alle bezahlt habe. Okay. Nice. Ich liefere jetzt auch ab gerade. Guck mal, wer dort ist. Freddy Krueger, der fährt auch. Freddy Krueger. Sollen wir parken? Nein, habe ich gehört. Wir können auch schon mal hier einparken. Ich weiß ja nicht, wie es mit der Folgenlänge aussieht. Naja, einparken ist gut. Sagst du, brauchst wieder zwei Parkplätze, aber ja, du bist bin ja auch gerade beim Einparken. Ne? Wir parken ja privat. Ach so. Ich habe ja so einen schönen Schattenparkplatz, richtig gut. Bei mir schifft sie aus alles Schatten. Sehr schön. So, wer muss noch abgeben hier? The Main ist, ne? Ich bin gerade dabei. The Main ist Liquid ist noch auf dem Weg zu uns. Genau. Du gehst mal davon aus, oder? Also ich bin wahrscheinlich Dulu, oder? Ich hab's gerade wieder nicht verstanden, weil. Eingeloggt. Dulu. Du bist Dulu unterwegs, oder? Ja, ich bin einfach so unterwegs. Dulu! Ja, ich Dulu. Dulu, beides mal verstanden und gedacht, was will er jetzt von mir? Was ist jetzt mit Star Wars hier? Alter, ich kann noch weiter nach Norden fahren, wie geil! Ja,
Ja. Oh, ja, schön, ey, die Pritsch. Boah, hab ich den reingelockt, alter Schwede, ey. Über die so Pritsch fahren wir und hier rechts fliegen gerade hier ein paar Kunstflieger. Ja, ja, Kohle, geil. Kohle, Kohle, sehr schön. Ich hab noch einen Fertigkeitspunkt. Ja, wegen mir. Achso, ich, ja, hatte ja anmoderiert, das tut mir natürlich leid. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Haut rein. Tschüss.